Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Ozon mit dem Olli. Der ist gerade was zu trinken holen. Stimmt, genau. Ja, wieder vergessen hier. Und dem Butze. Hallo. Der Olli ist gleich wieder da. So, also. Der Olli hat entschieden, dass hier ist. Da bin ich wieder. Da ist er wieder, genau. Der Olli hat entschieden, das Ding heißt Fluxkompensator aus dem einfachen Grund, wenn jemand das Raumzeitkontinuum sprengen kann, dann ist es diese Konstruktion hier. Richtig. Könnt ihr in den Kommentaren entscheiden, ob das auch tatsächlich der Fall ist. Ja. So. Nur die passende Beleuchtung. Kannst du noch ein bisschen besser machen. Der Putzer hat noch gemeint, wir können das nochmal. Au. Kriegst du da Schaden? Okay. Nein. Nicht wirklich, ne? Okay. Allein das Geräusch. Der Putze meinte noch, wir können das auf jeden Fall nochmal von der Geschwindigkeit her verdoppeln, wenn wir wollen. Die Frage war nur, ob die Deep Storage Unit nicht danach dann die Flügel streckt und rot anläuft. Wissen wir nicht. Deswegen, ich würde sagen, lassen wir das. Wir sind jetzt schon bei 63 Millionen. Wird langsam. Aber wir hatten letzte Folge gesagt, wir wollten eigentlich ja ein bisschen questen, nicht? Und dann schauen wir einfach mal in dieses unsägliche, nein, nicht unsägliche, in dieses Büchlein rein. So, wir sehen aber schon, wir haben noch 6 Quests, die wir noch abschließen müssen. Irgendjemand hat irgendwo nochmal einen Wither getötet. Nehmen wir gerne mit. Halt zurück. Dann haben wir hier noch im Botanical Garden, das hat der Butze vor ein paar Folgen gemacht. Die Pure Daisy hat abgeschlossen. Mystical Fertilizer hat abgeschlossen. Und Pestle and Mortar hat er abgeschlossen. Sehr schön. Das ist doch eine wunderbare Geschichte. Wir kriegen ein Herzchen. Das Herzchen. Bing. Hupt da draußen nicht so laut rum. Ich nehme hier gerade auf. So. Ein Legendary Reward Bag. Und in 3, 2, 1. Plutonium und Ludicrite. Gottes Willen. Zong. Genau. Ja. Ich muss das mal hier in den Fluxkompens. Ja, das ist eine schöne Beleuchtung. So, die können wir gleich mal hier. Wo haben wir noch Platz? Da haben wir noch Platz, ne? Genau. So. Die wandeln wir gleich mal in Oak Leaves um. So. Ja. Was haben wir noch gehabt? Ah ja, hier. Reward Bag. Basic. Mars Surface Rock Moon Turf. Okay. Titanium Spurt. Oh, krasse Moräne. 10,5 Attack Damage. Juhu. Und ein gutes haben wir auch noch da. 4 Lava-Generatoren. Haben auch keine EMC. Verdammt. Wo ist die Mülltonne? Ja, ich suche sie mir gleich noch raus. Ne, da hinten haben wir sie. Da ist die Mülltonne. So. Also, das Schwert weg. Den da nicht. Den da nicht. Den da weg. Den können wir behalten. Weg. Weg. So. Und dann haben wir noch. War da nicht noch. Da waren noch weitere Quests. Da war doch noch was. Genau. Immersive Technology. Irgendjemand von uns hatte einen Quibbit. Cluster Level 5 hergestellt. Fancy. Wer sich fragt, wie das gebaut wird, okay. Den Quibbit Cluster Level 5 baut man das Quibbit Cluster Level 4 auf. 4 Stück. Mit ein bisschen Amplification Crystals. Den 4er baut man. Ihr dürft raten, in 3, 2, 1. Natürlich baut man den Level 4 aus Level 3, den Level 3 aus Level 2, den Level 2 aus Level 1 und den Level 1 aus dem Zeugs hier. Was waren die Batterien? Sagen wir es mal so, das ist alles EMC-fähig. Deswegen ist das nicht unbedingt so schwer. Okay, gut, wir haben es gelöst. Können einen Reward Bag uns holen. Wunderbar. Und gebaut für meinen Geschützturm. Mhm. Ach, stimmt, genau. Mhm. Hemp Seeds kommen aus der Farmlandschaft. Da muss man einfach bloß 4 Hemp Seeds haben. Das haben wir damit auch. Und damit haben wir dann schon mal hier keine Quests mehr, die abgeschlossen sind. Gut. So, das heißt, wir könnten uns jetzt hier ein paar Quests raussuchen, die mal weitermachen. Hm? Da ist zum Beispiel eine Quest im Buch 1. The Beginning Alpha. Wir sollen uns herstellen noch einen Crafting Monitor und eine 64K Crafting Storage. Mache ich die mal, hätte ich gesagt. Ja, mach ich die mal. Ihr könnt euch gerne auch Quests dazu suchen, wenn ihr wollt. Bei welchem meintest du? Ich hab's gerade nicht zugehört. Such dir irgendeine Quest aus, die du möchtest. Egal. Egal was. Such dir was aus. Okay, dann mach ich Cold Storage. Okay. Wobei. Vielleicht mach ich die doch nicht. Hallo?
So, das kann im Moment dauern, die 16K zu produzieren. Du produzierst ja auch. Aber was, welche stellst du her? Ich stelle die 64K Crafting CPUs her. All Units. In ah, du machst sie daneben. Okay, ja. Und da brauchen wir dann noch den Quantum Ring, brauchen wir dann später noch. Okay, das ist nicht das Problem. Oh, Solar Flux Level 7, das ist, glaube ich, ein ganz ekelhaftes Rezept gewesen. Eigentlich nicht. Bisher. Nein, irgendwie alles nicht so. Naja, gut, okay. Können wir dann gleich noch uns angucken. Wir können einfach mal questen. Questen bis zum Umfallen. Weil so schwierig ist das alles hier mittlerweile nicht mehr. So, wie sieht es denn aus mit meinen 16K? 16K. Sind immer noch am Produzieren. Hallo? Hast du meine 16K geklaut? Ich? Nee. Ich suche gerade so Crafting Terminals hier. Ja, wir brauchen Sand? Sand? Echt? Sand? Jetzt geht's können wir das dann produzieren? Warte mal, ich hole mir mal kurz einmal Sand und leg das mal in einen Transmutation Table. So, Sand ist gelernt. Jetzt können wir es hoffentlich auch produzieren. Jo, machen wir mal 1000. So, 1000, Start. Soll ich eigentlich Sand vom 7 haben? Nee, der Sand vom 7 wird weiter gesiebt, gesandet. Ja. Okay. Da dürfte nicht viel übrig bleiben. Ja, eigentlich haben wir hier noch einen Stack Sand rumliegen, aber ein Stack Sand ist, glaube ich, für uns hier nicht relevant. So, 16K. Immer noch 3 Stück. Komm, produziere jetzt endlich mal. Da wird produziert. Da wird produziert. Gut, dann kann der schon mal. Und dann haben wir hier nochmal das andere. Das ist der Crafting Monitor gewesen. Da haben wir ja gar nichts davon da. Wieso haben wir vom Crafting Unit? Eieieiei. Ist ja schlimm, wir haben ja gar nichts da. Mach doch mal 100 davon, bitte. Und dann als nächstes davon 100. Und dann als nächstes davon 100, bitte. So. Dann haben wir auf jeden Fall genügend CPUs gleich wieder da. Crafting Coprocessor, ne? Das ist der falsche. Crafting Monitor. So, zack. Dann machen wir eine Crafting Unit. Die packen wir dann gleich wieder da rein. Ist ja EMC-fähig. Sehr schön. Haben wir die auch. Und dann packen wir die da rein. Und dann haben wir den Crafting Monitor, der daraus produziert wird. Und der wird ein Level-Emitter. Den packen wir auch gleich. Warum renne ich eigentlich weg? Keine Idee. Egal. Packen wir halt hier rein. So. Alles immer gleich schön lernen. Und dann können wir den Crafting Monitor halt so rum. Genau. Und dann müsstest du baubar sein. Jawohl. Gut. Wie sieht es mit meinem Auftrag aus? Gut. Jetzt sollten doch eigentlich 16K, genau. Und dann machen wir uns eine 64K. Halt, 16K. Keine EMC, okay, schade. 64K Crafting Storage. So rum, so rum, so rum. Dann haben wir die. Die Crafting Unit sollte eigentlich jetzt so baubar sein, mit EMC oder anders, ist egal. So, 64K Crafting Storage.
Und damit sollte die Quest abgeschlossen sein. Sehr gut. Wir kriegen noch eine 64K Crafting Storage und ein Reward Bag. So, und den Molecular Assembler haben wir so oft gebaut, dass wir... Oh. Wir kriegen ein Wireless Terminal, ME Wireless Access Points und Wireless Receiver. Und wir kriegen Wireless Booster. So, dann schauen wir mal, ob wir hier... Ob davon irgendwas... Schade. Keins von denen hat EMC. Na gut. Aber deswegen werden wir mal den Wireless-Weg gehen. Ja, gehen wir den Wireless-Weg. Ist doch wurscht, wenn wir schon mal dabei sind. Ey, ich bin gerade was am Produzieren. Dauernd. Nicht so schlimm. Das Einzige, was ich jetzt hier sehe, was wir nicht genügend haben, sind irgendwelche Illuminated. Toll, da fällt uns wieder dieses komische Glas. Glas. Quarzglas. Mach mal bitte. Danke. Achso, du brauchst auch gleichzeitig Quarzglas. Okay, alles klar. Gut, dann wird das ja ein bisschen... Naja, okay, egal. Hat das nicht ein... Ja, weiß ich nicht. DMC-Value? Weiß ich nicht. Ich will gerade mal gucken. Quarzglas. Das ist Fuse Quarz. Jo, hätte es. Kannst du es ja auch nebenbei bauen. Da sind meine 100 drin. Gut, dann lasse ich das nämlich hier gleich mal da rein. Gut, jetzt sollte es auf jeden Fall gehen. Okay. Dann haben wir die hier. Die haben auch kein EMC. Bauen wir einfach mal ein paar. So, zack. Damit haben wir die Panels und wir wollten hier immer noch Wireless. Außerdem wollten wir die Wireless Receiver, brauchen wir dafür auch noch 2 Stück. Wireless Receiver. Dann brauchen wir so ein Crafting Terminal, ME Terminal. 1, 2. Einmal für Uli, einmal für Butze. Und dann brauchen wir noch eine Dance Energy Cell. Die nicht... Ja, das ist doch wieder. So. Reicht mal wieder genau um einen nicht. So. Wieso baut der mir die Sachen nicht? Der baut mir meine 64K Storage Components nicht. Der produziert wahrscheinlich gerade Prozessoren. Oder irgendwas in der Richtung. Weil. Ach, du hast die auch? Hast du auch eine 64K in Auftrag gegeben? Nö. Ich habe eine. Produziert er alle nicht. Dann würde ich beide Jobs mal canceln und einen davon doppelt ausführen. Gucken wir mal erst, ob er die 60K produzieren kann. Ja, davon hat er genug. 64 Core. Gut, dann haben wir die 2 Dance und dann können wir hier noch das Wireless. Jetzt dürfen wir es doch eigentlich hinkriegen. Jetzt müssen wir doch alles haben. Ein Terminal und schafft er nicht. Nochmal ein Terminal, sehr gut. Das können wir da reinpacken, das können wir da reinpacken. Die packen wir auch mal rein. So, und was wir dafür noch brauchen, eigentlich ist ein Security Terminal, das steht aber nicht dabei. Das ist interessant. Nö, das Security Terminal steht natürlich wieder nicht mit dabei. Ach, ist das wieder... Da hat wieder jemand aufgepasst, ne? So, ME Security Terminal brauchen wir. Dazu brauchen wir noch eine ME Chest. Was fehlt uns dazu noch? Ein Formation Core. So. Dann haben wir das. Also fertig. Ich erzähle euch jetzt nicht, warum das nicht funktioniert hat. War eine von den 2. Warum auch immer.
Es liegt nicht daran, dass du Butz einen Fehler gemacht hast, das will ich nochmal hervorheben. Woran lag's denn dann? Das so weiß ich auch nicht. Wollen wir das jetzt wissen? Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das wissen wollt, warum es nicht ging, ne? Ich habe das in Inscriber gelegt, nicht in. Okay, gut. In den Assembler. So. Was fehlt in der Mitte? Oh, ich brauche. Da kann ich nochmal eine 16K produzieren, bitte? Mach. Ich habe mir gerade 3256. Okay. Gemacht. Ich brauche nur eine 16K für ein Rezept. Oh, wir haben keine Patterns mehr. Keine Patterns mehr? Oh, schlimme Sache das. Oh. 16K. Da haben wir sie. Schwupp. Und da haben wir unser Security Terminal. Sehr gut. So, und dann brauchen wir noch für Biometric Cards brauchen wir noch welche. Eins. Zwei. So, dann kriegt der Olli eine biometrische Karte von hinten an den Rücken geschmissen. Schwupp. Und den Sator hat eine Singularität erzeugt. Oh, oh. Mit dem Meta-Kondenser. Sehr schön. Brauchte der Meta-Kondenser braucht weder Strom noch ME-Netzwerk? Ja, der braucht einfach nur Items. Und halt die 64K als Speicher quasi. Okay. Wenn ihr was bauen wollt, müsst ihr es sagen. Dann muss ich hier abbrechen. Nö, nö, alles gut. Alles gut. So, und jetzt stellen wir mal das Security Terminal. Könnten wir da drauf stellen. Und den da hier. Ich würde hier gerne irgendwo. Ah, dankeschön. Ich brauche dann bloß noch vom Butze gleich noch die Security Card, weil sonst kann er gleich nicht mehr auf das Terminal zugreifen. Ich komm gold. So, wir brauchen hier. Cable Engine. Eine Korde. Hast du eine Korde? Jo. Vor mir. Shift? Ja. Genau. Danke. Hab ich sie? Du bist gerade in deinem Inventar. Ich hab beide. Gut, okay, passt. So. Dann wollen wir Punkt Nummer 1. Hier und hier. Und hier ein Cable-Encher hinmachen. Dann kann er sich nur nach unten oder nach drüben verbinden. Das ist okay. Machen wir so. Dann kann er nur nach unten. So. In das Security Terminal kommt der und der. Und. No permission selected. Mit dieser Karte darf er das, 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 das und das. So. Mit dieser Karte darf er das, 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 das. Und dann. Ihr solltet wieder auf das Terminal zugreifen können. Yep. Sehr gut. Habe ich auch gewundert, was nicht mehr ging. Sehr gut. Wahnsinn. So, dann machen wir einmal. Dann linken wir die alle dreimal. Und dann müssen wir natürlich noch den Wireless Access Point noch dran klemmen. So. Und dann packen wir zumindest mal die eine Booster-Card, die wir haben. 21 Meter ist natürlich lächerlich. Weiß ich selber, aber da können wir gleich noch ein paar Booster-Cards bauen. Einmal für den Olli. Plopp. Und Butze, Butze, Butze. Gerade nicht da. Gut, dann kann ich. Ich bin schwer am Craften. Ja, dann crafte nur. Hui, Wireless Terminal geht. So, und dann machen wir uns nochmal ein paar Booster-Cards. Die hier. Ach, da war wieder eine Spezialität. Ender Dust. Ender Dust, das ist Ender Pearls im Pulverizer. Okay. Ender Pearl. Nehmen wir mal einen Stack. 16 Stück kommen dann raus. Die packen wir in den Pulverizer. Pulverizer. Do, nein, do. So.
Da wandern sie alle ins System wieder zurück, bis ich zurück bin. Können wir dann schon wieder craften. Booster Card. Booster. Ich weiß zwar nicht, wie viel reingehen, aber ich pack mal da so um die 16 hin, hätte ich gesagt. So, wir erhöhen langsam. So, machen wir mal ein bisschen Platz. So. Also wir sind bei 21, 30, 41, 56, komm. 366 Meter, ist das okay? Ja, passt. Kostet uns wahnsinnige 11 RF. Oh ne, dann schalte ich wieder an. Sollten wir es lieber lassen, ja. 11? Apropos, mal schauen, wie viel Strom wir noch haben. Also da sind wir sogar über unsere... Da sind wir hier schon drüber hinaus, ja. Minus 300. Oh. Noch 600 Billionen. 600.000 Billionen. Billion oder Million? Billion, also ah. Milliarden in Deutsch. Ach du meine Güte, da haben wir aber dann richtig Schwierigkeiten, ne? Ja, 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 ja. Also jetzt müssten wir theoretisch auf der ganzen Station hier Wireless Terminal Zugriff haben. Ist doch schon mal nice to have. So, jetzt schauen wir mal, ob ich den Butze hier auf der Karte finde. Der ich bin in dem Crafting... Ja, ich sehe gerade. Bleiben Sie, wo Sie sind. Sie kriegen von mir noch Ihr Crafting Terminal, Ihr Access Terminal. Ich muss jede Menge Pure. Oh, Moment. Ups, shit. Hat du das ist, ne, wie heißt das Ding? Wireless Terminal. Ups, nämlich, danke. So, dann haben wir das nämlich auch abgeschlossen. Sehr schön. Sehr schön. Apropos, sehr schön ist auch, ich kann hier das und das zu EMC machen. So, da habe ich zwar vorhin rausgenommen, aber egal. So, und dann haben wir noch ein paar Reward Bags, die wir noch ganz kurz öffnen werden. So. Also die Kohlen. Und dann gucken wir mal, Reward Bag Basic. Epic Bacon! Das ist immer noch ein Reward, damit kann man noch was anfangen. Redstone Engine und ein Filler. Okay. Und Speed Belt und Belt of Water Walking. Na komm, packen wir es ins AE. Ist egal. Ein Filler auch. Hinterher, genau. Und die Redstone Engine auch noch hinterher. So. Dann haben wir das nämlich abgeschlossen. Schauen wir mal questmäßig, ob wir da soweit sind. Das sieht alles gut aus. Alles abgeschlossen. Das heißt, wir haben die Folge auch abgeschlossen. Ha, klasse aber auch. Ja? Wunderbarer Abschluss. Wenn es euch gefallen hat, unser Wireless Terminal, super. Ich finde es super. Dann gebt uns noch einen Daumen nach oben, ein Like, ein Plus 1. Ihr könnt uns auch gerne Kommentare schreiben. Die lesen wir gerne und beantworten wir gerne. Ansonsten bleiben mir euch nur noch ein paar Sachen zu wünschen. Erstens, habt eine schöne Zeit. Zweitens, viel Spaß beim Spielen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.